Bitte begrüßen Sie unsere erste Laudatorin des heutigen Abends, die bezaubernde Alexandra Maria Lara. Überwältigend in der Tat. Guten Abend, liebes Publikum. Ich fühle mich sehr geehrt, gleich die erste Lola des heutigen Abends überreichen zu dürfen. Und die drei Nominierten sind drei grandiose Schauspieler. Und für mich ist das ein ganz besonderer und ein sehr schöner Moment, weil ich alle drei kenne. Lieber Bruno, lieber Peter, ihr seid für mich so große Vorbilder und ich hatte das große Glück, in jungen Jahren mit euch arbeiten und von euch lernen zu dürfen. Ihr seid die besten Beispiele dafür, was einen großen Schauspieler ausmacht, nämlich nicht nur sein Talent, sondern auch seine Menschlichkeit. Und das hat mich sehr geprägt und das hat mich immer begleitet und wird mich ganz sicher auch immer begleiten. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Lieber Lars, mit dir darf ich hoffentlich ganz bald zusammenarbeiten, aber ich habe trotzdem jetzt schon das Gefühl, dich ein wenig zu kennen, weil mein Mann immer viel von dir erzählt hat, als ihr zusammengearbeitet habt. Und, und zwar am liebsten davon, wieso er es so liebt, dich als Kollegen und als Menschen um sich zu haben. Und deswegen weiß ich, dass auch du ein ganz großes Vorbild bist. Ihr drei begeistert euer Publikum auf den großen Bühnen dieser Welt und bei allen Filmen, bei denen ihr mitwirkt, schafft ihr es, den Film einen ganz eigenen Zauber zu schenken. Und obwohl gleich nur ein Name im Briefumschlag zu finden sein wird, seid ihr ganz klar alle drei Gewinner. Und jetzt schauen wir uns die Ausschnitte eurer wunderbaren Arbeiten an. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Mhm. Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Das war ein Scherz jetzt, ja. I'm Ambassador Erdmann. So, and this is my secretary, Miss Stubb. Hello. Hi. Papa, ich rede mit dir. Also, wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Du, ich mache hier für dich keine Vorarbeit. Ich bin die Arbeit. Du bist die Vorarbeit. Ich sollte der Chef dieses Instituts sein, weil ich der Beste bin. Und nicht der Beliebteste. Es geht doch nicht darum, der Beliebteste zu sein. Ich hasse Leute, die beliebt sind. Mann! Ich möchte, dass du jetzt in diesem Augenblick sogar jetzt dein Schlüpfer anziehst! Seid bereit! Immer bereit! Du hast Geburtstag, Willem. Ich weiß, ich Geburtstag habe. Ich bin ein bisschen plemplem. Aber nicht völlig plemplem. Herzlichen Glückwunsch. Wie schätzt du die politische Lage ein? Das Problem sind die Tschoffs, verstehst du? Tschoff, tschoff. Meinst du Gorbatschow? Sehe doch, wo es lang geht. Nämlich abwärts. Also man muss schon sagen, das ist tatsächlich ein wirklich großes Gefühl, so einen Umschlag öffnen zu dürfen. Bitte vergesst nicht, was ich gesagt habe. Nur ein Name im Umschlag, aber eure Arbeit, die spricht für sich. Die Lola für die beste männliche Hauptrolle geht an Peter Simonicek. Jetzt hat's mich richtig geschleudert. Oh Gott. Wie ist denn diese Verbindung? Ich höre dich jetzt gar nicht. Hallo. Hallo, Peter? Ja, da bin ich. Siehst du, das mit dieser Tarnkappe, das bin ich. Ich bin nämlich hier.
Oh Gott, hier wird aber gerade gedreht, jetzt muss ich auch noch leise sein. Aber jedenfalls bin ich wahnsinnig glücklich. Ich danke euch. Bruno, ich sehe dich. Oh Gott. Und ich bin hier auf einem. Ich fasse es nicht. Ich bin hier auf einem französischen Schiff und wir drehen hier mit dem Thomas Winterberg. Und es ist nicht irgendwie ein Drehtag, sondern die drehen gerade. Ich muss ein bisschen leise sein, weil die kommen so zwischendurch und geben Zeichen. Ich bin jedenfalls sehr glücklich. Und ich möchte mich bedanken, vor allem bei Maren, die sich das einfallen hat lassen, diesen Toni Erdmann. Und die mir das Vertrauen geschenkt hat. Maren, da bist du. Ich danke dir. Und ich möchte auch, ich bin glücklich heute, jetzt nehme ich mal meinen Hut ab. Oh, Peter. Oh, ich danke euch, ihr Lieben, ja. Ich bin eigentlich sprachlos, aber ich möchte nur sagen, die Tatsache, weißt du, Maren, dass eure Firma Komplizenfilm heißt, das ist mir ganz plötzlich so schlagartig aufgegangen, ja, was das bedeutet. Ich meine, für so eine Arbeit, für die Art, wie du arbeitest, so das Feld so zu bestellen für die Schauspieler, damit die blühen können und damit ein guter Film wachsen kann, da braucht man Komplizen dafür. Und das sind solche, die bei Gegenwind auch standhalten. Und deshalb verstehe ich das, diesen wunderbaren Namen von eurer Firma, Komplizenfilm. Ich bedanke mich bei euch allen. Danke. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Ihr seht uns gerade, wie ich das schön.